weiter geht's bei Let's Play Amnesia. Wir werden von dem da kommt er! Wehe, der kommt hierher. Der kommt hierher. Wohl, nee, er kommt nicht. Doch, er kommt! Ach, Mann! Er erwischt uns nicht. Doch. Hallo. Du darfst nicht aufgeben. Nein. Wir geben so schnell nicht auf. Aufgenommen Öl. Ich habe zwar jetzt gerade keine Ahnung, wo wir hier sind. Ne, im Ernst, wo sind wir denn hier? Und was ist das? Das passiert immer dann, wenn wir irgendwie erwischt werden, dann starten wir wo vollkommen anders. Und ich habe gerade echt keinen Plan, wo wir hier sind. Irgendwelche merkwürdigen Figuren? Oh, und dieses Geschiss hier mit dem geistigen Zustand. Ah, okay. Hier kommt er wahrscheinlich auch gleich rein. Deshalb mache ich hier mal kurz die Tür zu. Und weißt du, was ich nochmal mache? Ich gucke mal gerade. Irgendwo konnte man hier doch... Wenn ich das ausstelle, ist natürlich ein Neustart erforderlich. Das ist natürlich blöd. Naja, egal, beim nächsten Mal ist es dann ausgeschaltet, dieses mit dem Geisteskrank, dass man hier nicht immer so unglaublich schwammige, ekelhafte Bewegungen hat, das ist einfach Kacke. Trägt zwar zum Spielerlebnis bei, aber es ist einfach nicht schön. So, hier lesen wir mal. Die zerbrochene Kugel. Es ist alles verloren. Ich muss noch einmal von vorn beginnen. Seitdem ich die von Agrippa gefundene Kugel zurückgewonnen habe, hängen meine Forschungen von ihr ab. Der Vorfall mit Wilhelm hat mich sehr beunruhigt. Aus Angst, nicht genügend Gefangene zu haben, fuhr ich mit dem abschließenden Ritual ohne Überlegung fort. Die Kugel ist gesprungen und in 6 Teile zerbrochen. Ich habe alles versucht, habe es aber noch nicht geschafft, sie zu reparieren. Ich werde eine andere finden müssen, es sei denn, ich kann die zerbrochene Kugel irgendwie zusammensetzen. Es steckt noch immer Leben in den Teilen. Und selbst wenn die Kugel nicht wiederhergestellt wird, könnte ich immer noch ihre Macht für meine Zwecke nutzen. Jahrhunderte sind schon vergangen, vergebens. Und ich beginne mich zu fragen, ob ich jemals meine große Liebe wiedersehen werde. Wie viel länger kann ich noch am Leben bleiben? Wahrscheinlich hat das der gute Alexander verfasst. So, das Biest ist ja hier irgendwo unterwegs, ne? Müsste es eigentlich. Nur was mich echt nervt, ist diese Kackgeisteskrankheit jetzt hier bei ihm. Das ist echt... nervig. So, wir gehen mal da lang. Aber ich glaube, dass da hinten... Ah! Just a little further. It's like Orpheus descending into the underworld. Are you hiding something? What do you mean? Never mind. Your intuition is remarkable. I'm not sure I'm following. It doesn't matter. It's just a myth after all. Wie kam das jetzt? Wir waren doch hier eben schon mal. Hier war das doch, wo wir gestorben sind, ne? Ja. The shadow. It's close now. Klar, eindeutig. Hauptschiff? Hä?
Ich bin verwirrt. Und wo ist der Hampelmann hin? Fragen über Fragen. Weil eigentlich müsste der hier irgendwo sein. War er zumindest eben. So, wir gucken einfach mal hier. Oh. What's this? Ein Stargate! Der Sockel hat eine glatte, halbkreisförmige Vertiefung an der Oberseite. Na, was da wohl reinkommt? Ja, genau, eine Kugel. Da hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht. Muss ich schon wieder lauter umnehmen. Geheimnisvolle Art und Weise. Natürlich, und da geht sein geistiger Zustand natürlich wieder gen Ende. Ich lasse hier die Tür mal offen, damit ich weiß, dass ich da schon war. Nur, es ist echt blöd mit diesem Gedöns hier immer. Das ist ein bisschen nervig. Muss ich ja sagen. Ah, Dunkelheit, perfekt. Na, wenn das nicht erträglich ist für unseren Zustand. So, komm, werd mal wieder fit. Komm. Es ist alles gut, Daniel. Hat wieder irgendwas und wir lesen mal. 12th of August 1839. Banishment ritual is taking longer than expected and we have to do what is needed. I spend my time helping out the prisoners. Being around these degenerates makes me ill. None of them even tries to face their punishment with any kind of dignity. They taunt me with their lies of innocence and their cowardly pleas of mercy. What can make a man fall so far from the grace of a civilized existence? They are all wicked men, and I remind myself of it constantly. Still, I am thankful for God sending these monsters our way, as they will serve as the instruments of my salvation. I try to study the different tools in the torture chamber and learn how to use them effectively. Last time was messy, and the effect suffered from my inexperience. When the next warding is to be performed, I shall be ready. Der Daniel, ne? Der ist ein ganz schön schlimmer Finger hier geworden. Ei, Mathea. Da weiß ich ja schon, wofür das gut sein soll. Wahrscheinlich zum Reparieren der Kugelteile. So. Was haben wir denn da? Es lässt sich nicht bewegen. Eine merkwürdige Maschine. Gut, ich glaube, dass wir dort einen Schlüssel benötigen. Okay, hier haben wir nur den Teer bekommen. Hier gibt es ansonsten nichts weiter. So, und wo... ist jetzt das Biest hin? Das macht mich echt irgendwie stutzig. Is this guilt time witnessing, Dan? If so, blame yourself. You started this. You sent me that letter asking for help, and this is how you repay me. How dare you? How dare you? Ich weiß auch nicht, wie ich mich das wagen kann. So, ich habe das Gefühl, dass... Was? Dass hier noch irgendwas ist. Erstmal hier so ein paar Wunderlampen. Hui, ich mach es einfach zu gern. Es tut mir leid. Ich mach es einfach zu gern. Nee, ich gucke jetzt nochmal hier. Dieser merkwürdige Altar, vielleicht hier mit dem Fleisch so irgendwas? Nö. Na gut.
Dann sind wir doch nicht hier beim Monstrum gelandet, sondern irgendwie in einem Nebenraum. Wo es nur diesen blöden Teer gab. Meinetwegen. Soll mir recht sein, dann gehen wir halt hier wieder zurück. Deshalb hat sich hier auch diese Zwischensequenz eingeschaltet. Obwohl ich der festen Überzeugung war, dass wir hier... Na gut, sieht wahrscheinlich alles gleich aus. So, Hauptschiff. Wie abscheulich, dachte er. Gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise, denn sie sind nichts als eine Belastung für die Menschheit. Man wird sie nicht vermissen. These cells are meant to hold prisoners who are under treatment. The people you send for will end up here. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture, and you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well, and let one prisoner's pain instill terror in his cellmate. Oh Mann, ey, was für ein kranker Kack. Was für ein kranker Scheiß, aber hier... Ich bin mir doch fast sicher, dass wir hier waren. Oder sind das andere Zellen? Ich muss gerade sagen, ich blick's nicht so ganz. Hier oben, genau, hier hat man das Fleisch gefunden. Und hier waren wir überall drinne. Ja, hier waren wir echt überall drin. Deshalb raff ich das nicht, was wir jetzt hier sollen. Genau, hier habe ich den blöden Sack nämlich durch die Gegend geschmissen. Und hier müsste er dann eigentlich... Vatlava? Oh, that one. So many of Alexander's things are breaking down. Look around. Maybe the other room. There are machine parts hidden all over this place. You'll find a way to fix it. Ja, natürlich. Gumi, I'm Heinrich Cornelius Agrippa. This one's quite important to you. Baron Alexander has sustained my soul in this dead heart for years. Who knows how many? Hundreds, I presume. Er ist ja schon irgendwie cool. Nee, aber das, das ist... Hä? Wir sind doch letztes Mal hier lang? Jetzt haben wir nur den blöden Teer gefunden. Der hilft uns ja jetzt nicht weiter. Klar. Und dann sind wir zum Altar. Angst überkam ihn erneut. Er griff nochmals nach der leeren Flasche Laudanum. In seiner Frustration warf er sie gegen den Festpfosten. Gegen den Bettpfosten. Ich bin auch so ein Bettpfosten, ey. Das gibt's nicht. So, wir waren hier. Hier sind wir hergekommen und hier war doch der Schatten unterwegs. Ist die Tür da hinten wieder zu? Hier hinten war das Tor, genau. Ich blick hier echt nicht mehr durch. Na gut. Alles gut. So, warte mal. Wir haben jetzt den Altar. Wir gehen jetzt einfach da mal beim Agrippa oben nochmal zurück. Weil da müsste ja auch noch irgendwas gewesen sein. Hauptschiff, genau. Der Mann erstickte, denn er konnte zwischen den Peitschenhieben nicht mehr atmen. Verärgert fing er an, nach dem Damaskusrosenöl zu suchen. Wer hat das Damaskusrosenöl gesoffen? Der Daniel oder der Alexander? Und warum? Was ist da etwas anderes?
Alexander is quite impressive in many ways, but he has grown impatient. Ja, pa, 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 bla, bla. Und wo? Wo zum Teufel ist das Monstrum hin? So. Da gehen wir jetzt nochmal hoch. Da war ja eigentlich nur. Oh, der Daniel hat so ein paar Probleme mit den Treppen, ne? Irgendwie. Kann er die manchmal nicht so toll hochsteigen? So. Hier war das. Hier war, glaube ich, der Raum mit den Hebeln und dem Öl. Das können wir nochmal machen hier. Ich raff nicht, was ich tun soll. Hui. Da sind wir hergekommen. Die Tür war zu. Hier war nix. Echt nicht. Aber hier ist doch nichts mehr. Hier ist doch sage und schreibe rein gar nichts. Ist das diese Maschine oder was? Ich glaub's ja nicht. Es ist einfach nur eine bescheuerte Säule. Das bringt uns nichts. Bringt uns echt nichts. Hier kommen wir nicht rein. Also muss es ja hier unten bei Lieutenant Agrippa weitergehen. Nicht so gut. Sag das doch gleich, Mann. Sag das doch gleich, Agrippa, dass man da hochgehen kann. Klappe jetzt. Echt? So ein Typ. Geht das so schon? Warte mal. Jetzt. Jetzt läuft das Ding wieder. Boah, Alter, das ist eine richtige Quatschtante, ey. Kein Wunder, dass er den in den Körper gestopft hat. Ich glaube, ich hätte ihm noch den Mund zugenäht oder so. So, jetzt funktioniert das da oben auch mit der Maschine. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Denn ich kann jetzt die Zeit kontrollieren. Wow, wie lang die Folge geht. Ich habe jetzt hier so einen zweiten Bildschirm angeschafft, aber vielmehr einen neuen. Und auf dem zweiten kann ich jetzt hier schön entspannt Audacity laufen lassen und kann da gucken, ob alles okay ist und kann die Lautstärke. Kann die Folgendauer überprüfen. Und natürlich platzt diese Tür da gleich auf, ne? Ich mache immer zu. So, jetzt muss ja das Ding hier eigentlich funktionieren, ne? Ah. Gut, was hat uns das gebracht? Das ist die nächste Frage. Die Tür ist mir unheimlich.
Aber hier ist mir eigentlich alles unheimlich, muss ich ja sagen. So. Daniel, you have gone too far. I have to stop you. I can't let you proceed any further. I'm sorry, my friend. Spinnen. Okay, der... überall. Irr. Okay, der blöde Alexander scheint nicht so ganz begeistert davon zu sein, was wir hier planen mit dem Agrippa. Naja. Was will er schon machen? Was will er schon tun, außer uns den langsamen Schatten auf den Hals hetzen, der uns wieder von irgendwoher erschreckt, von da wahrscheinlich. Aber dann mache ich einfach hier die Tür zu. Was ist da something else? Nee. You got the doors open? Good call. I knew you could do it. Ja, und jetzt hältst du bitte die Klappe. Ach so, die haben wir geöffnet hier. Ah, klingt logisch. Gut, gehen wir erstmal hier lang. Wieder mal Blut am Boden, das ist natürlich wieder mal von Vorteil. Was ist das? Da unten ist irgendein Biest drin, ne? Und ich kann da irgendwas runterlassen. Warte mal. Ach was, das funktioniert. Und was bringt mir das? Fragen über Fragen. Ne, im Ernst, was bringt mir das? Etwas zieht am Seil. Durchhämmern. Okay, jetzt funktioniert es wieder. Was haben wir da jetzt dran? Wahrscheinlich nichts. Das hat wahrscheinlich überhaupt gar nichts gebracht, außer dass wir jetzt hier... Überreste. Der Knochen ist mit Schleim bedeckt. Okay, für irgendwas muss es ja gut sein. Auch wenn ich noch nicht weiß, für was. Für irgendwas wird es gut sein. Querschiff. Warte mal, wir gucken erstmal ganz frech und frei. Was? Was hier drüben ist. Hier ist auf jeden Fall alles dunkel. Das zeugt schon mal von nichts Gutem. Okay, was haben wir denn hier? Einmal das. Da oben ist noch ein Lämpchen, ein Zettelchen, einmal Laudanum. Und ansonsten ist hier ja nichts, ne? Hier kann ich mich schön hinter verstecken. Das wird wahrscheinlich auch nötig sein gleich. Da ist nochmal so ein Dingen. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie Speicherpunkte sind oder sowas. Naja, wir lesen erstmal hier. Agrippa beeinflusst Vaya. Vaya verspottet mich von der anderen Seite. Ich vertraute ihm den wahren Grund meiner Anstrengungen an. Und dennoch bestand er darauf, dass ich Agrippa freilasse. Wenn ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig Mitgefühl zeigen kann, widert mich an. Ich kann mich nicht von Agrippa trennen. Er ist schon seit Jahrhunderten meine einzige Verbindung zu den jenseitigen Welten. Vaya behauptet, er versuche sein Bestes, um mich aus meiner Verbannung zu befreien. Ich müsse ihm aber erst Agrippa geben, damit auch er helfen kann.
Wenn er mir den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihm gern diesen Gefallen tun. Aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen, wenn er mir meine Rückkehr verweigert wird. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe ihren Schwindel gesehen. Optimismus ist ein hoffnungsloses Gefühl. Aber ich darf ihn nicht verlieren. Ich muss seine Befreiung vorbereiten. Oh Gott. Weyer sagte mir, dass ich Agrippa befreien könnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihm ein Tonikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tamter verabreiche. Die giftigen Pilze sollten eine lebende Wirkung haben. Dazu muss ich die innere Drüse eines großen Exemplars finden. Der Altarraum scheint für diese Sorte fruchtbarer Boden zu sein. Dann könnte ich seinen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Ich brauche nur eine große Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen. Oh Mann, Leute, ist das eklig. Tamta hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Schon alleine das Schreiben des Wortes mit diesen Buchstaben erscheint mir falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekrets des wasserbewohnenden Kernk. Ich muss mit Weyer darüber sprechen. Er muss mir einen Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine gut präparierte Quelle sollte genug davon enthalten. Okay. Mischung, die aus drei Ingredienzien hergestellt wird. Bei Hofe wirft man sich im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorstellungen zu. Während ich ruhig dasitze, absichtlich vergessen. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie senken schweigend ihren Kopf, bis sie sich wieder den Diskussionen zuwenden. Sie alle wissen, ich bin der Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben und auch sie werden älter und dahinscheiden, während ich derselbe bleibe. Nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch Qualen. Das ist so ein richtig kranker Vogel, der Alexander. Ich glaube, er muss ein Vampir sein oder so. Oder er ist einfach so unsterblich. Keine Ahnung wie, aber... Er scheint es zu sein. So, und ich würde sagen, hier machen wir ein kleines Päuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss!